Hallo zusammen, Michi ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns hier in Sarah Mortis besorgen können. Und zwar habe ich mir das eben gerade mit meinem Main schon geholt. Das ist der verseuchte Automa-Kern, schimpft sich das. Und wie wir das bekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als erstes hier mal, wie es aussieht. Das ist einfach dieser Kern auf dem Rücken mit diesen paar Tentakeln. Hält 5 Minuten und hat eine 10-minütige Abklingzeit. Wo befinde ich mich? Ich befinde mich hier einmal in Sarah Mortis auf den Koordinaten 48, 77. Und dort habe ich mir das jetzt eben Main geholt. Ich bin hier mit meinem zweiten Account auch noch mit dran. Dann können wir uns das gleich nochmal holen. Also, wir sind quasi hier hinten. Und wir müssen jetzt einmal hier rein in dieses, ja, diese Konstruktion und dort eine Kiste aufmachen. Um diese Kiste aufmachen zu können, müssen wir insgesamt 4 Stellen hin und so Items drücken, dass wir in der Mitte einen Port aktivieren können, und wenn wir den Port aktiviert haben, dann können wir uns zu der Kiste porten, die wiederum das Toy enthält. Sprich, wir machen jetzt erstmal hier diese Wurzeln kaputt. Sobald die kaputt sind, können wir hier reinlaufen. Das müssen wir gleich klicken, das machen wir aber jetzt noch nicht. Dann machen wir hinten die Wurzeln kaputt. Sobald wir die kaputt haben, können wir einmal das erste Porting aktivieren. Dann machen wir hier quasi die Tür auf mit dem anderen Ding. Dann müssen wir, ja gut, die Wurzeln muss ich hier nur wegnehmen. Genau, und jetzt müssen wir einmal hier in das Gebäude rein. Und da ist es so, dass wir hier 4 verschiedene Räume haben. In der Mitte ist das Port-Item. Und hier müssen wir so Sachen anklicken, ja. Und da werden wir jetzt einmal durchlaufen. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich da mit dem Hunter zügig durchkomme. So. War, genau, da haben wir das erste, was wir brauchen. Seht ihr das? Also einfach in der Mitte durch in den zweiten Raum. Und das Ding muss man einmal aufklicken. Dann können wir nämlich auch die zweite Teleport-Rune anklicken. Drücken. Gut. Dann können wir jetzt hier rüber in den nächsten Raum laufen. Dann haben wir hier in der Ecke, seht ihr, da haben wir das nächste von diesen blühenden Ranken. Die müssen wir wieder weghauen. Dann können wir den Schalter drücken und das letzte wird ein bisschen ätzend tatsächlich. Und zwar sieht man das relativ schlecht in der Ecke hinten drin. Gehen wir jetzt hoch in den letzten Raum, in dem wir noch nicht waren. Und hier in dem Gebüsch, seht ihr das? Da können wir das letzte Porting anklicken, und sobald wir das haben, können wir einmal in die Mitte wieder. Und jetzt ist es so, dass wir schauen müssen, dass wir nicht im Combat sind. Ich habe das vorhin mit dem Main gemacht und ich konnte den Teleport nicht drücken, solange ich im Combat war. Also, aber hier mit dem kann ich ja eh totstellen, theoretisch. Weil da oben ist ein Mob. Den müssen wir wahrscheinlich doch wegnehmen. Also den killen wir jetzt mal schnell noch. Mittlerweile ein bisschen Gear hat mein Hunter ja schon. Ist zwar nicht alles optimal gebindet, ne? Aber geht. Gut, den haben wir gekillt. Jetzt haben wir hier das Port-Item. Oder das Port-Teil. Und dann sind wir einmal hier oben. Also ihr müsst quasi da, wo ihr dann rausgekommen seid, auf der Seite hochlaufen. Oh, verdammt. Ja, das habe ich jetzt absichtlich gemacht, weil ich wollte es euch nochmal zeigen. Hust, hust. Also hier, ne, auf der rechten Seite, wenn ihr in den Raum reinkommt, da ist dieses Port-Ding zum Dingsen. Und man sollte nicht in der Mitte durchfallen, sondern man kann das ein bisschen von der Seite anklicken. Das war jetzt doch ein bisschen peinlich. So, nochmal hier. Also ihr seht, das Ding sieht genauso aus wie das Toy, was man sich dann auf den Rücken klatschen kann. Und tada, da haben wir es auch nochmal. Ich habe es aber jetzt, wie gesagt, bereits gelernt. Wir können es uns jetzt auch nochmal angucken. Also hier haben wir es, verseuchte Automa-Kern. Und so sieht es dann auch auf dem Rücken aus. Ja, ist ganz nett. Backt halt ein bisschen in der Waffe drin, ne? Das ist halt gut. Da hat Blizzard vielleicht nicht so ganz mitgedacht. Wenn wir die Waffe ziehen, ist es doch ein bisschen schicker. Okay, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Damit sind wir fertig. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.